Die Tisch- und Esskultur, Zeit bei uns ist einfach etwas, was man üben muss. Das kann man nicht innerhalb von 1, 2 oder 3 Wochen lernen. Aber so im Schnitt dauert so ein Kurs bei uns 6 bis 8 Wochen. Da geht es um, welchen Teller nehme ich für was. Dann grundsätzlich das Verhalten am Tisch, also meinen Mitmenschen gegenüber. Wir üben hier das aufrechte Sitzen am Tisch. Das ist einfach etwas, dass man sich dem Essen gegenüber auch öffnet. Das ist so eine Grundübung, die dem einen leichter, dem anderen schwieriger fällt. Der Abschluss von unseren Tisch- und Esskulturzeiten ist dann immer ein besonderes Abendessen. Das heißt, alles, was wir in der Theorie vorher dann schon besprochen und auch praktiziert haben, wird dann nochmal, und das ist auch das Interessante, auf eine andere Ebene gehoben. Allein indem eine weiße Tischdecke auf dem Tisch liegt, die wir normalerweise nicht haben, indem so schön eingedeckt ist, wie wir es in der Theorie schon oft vorher praktiziert haben. Das heißt, man hat für die Vorspeise eingedeckt, Hauptspeise und so weiter. Also einfach, wie benutze ich mein Besteck? Welches Geschirr wofür? Welches Glas wofür? Es wird sich schön angezogen, angemessen. Also wir sagen immer so, das ist so ein 5-Sterne-Restaurant. Event am Abend, dann am letzten Abend. Das ist dann der Abschlussabend, wo allein durch diese Atmosphäre schön gedeckt und schön angezogen also diese Haltung auch einfach dann da ist. Es ist was Besonderes, obwohl es im Prinzip zu Hause oder eben in unseren Gemeinschaftsräumen hier ist. Aber das ist einfach ein ganz wichtiger Abend, dieser Abschluss. Und wir üben die unterschiedlichsten Möglichkeiten ein. Das heißt, 5-Sterne-Restaurant ist bei uns immer so ein geflügeltes Wort. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es etwas, wo man sich wirklich gut benehmen können sollte. Dass man einfach weiß, wie man sich dazu verhalten hat. Wenn ich da so eine Batterie von Besteck liegen habe, dass ich einfach weiß, dass ich das Besteck entsprechend nutze. Und auch so allgemeine Verhaltensregeln. Wenn ich bedient werde, wie verhalte ich mich dem Personal gegenüber oder wie bitte ich um etwas? Also so dieses Miteinander einfach auch und eine höfliche Umgangsform. Und mir geht es darum, dass unsere Schüler, wenn sie in andere Familien sind, ob sie außerhäusig, wo sie auch immer sind, dass sie ein Gespür dafür bekommen, wie sie sich einfach in dieser Gesellschaft, wo sie da gerade sind, gut verhalten können.